Das Schloss immer noch im Kristall gefangen. Ja, das lese ich jetzt nicht jedes Mal durch. Ist immer dasselbe. Mehr Ketten. Jetzt durchsetzen noch mehr Ketten die Kristalle um sie und sie schlingen sich um ihn. Darchan spürt eine Veränderung in seinem Körper und öffnet die Augen. Die Kristalle sind fest um seine Finger gewachsen, machen sie völlig unbeweglich. Na toll, sagt Darchan zu sich selbst und zieht sich zum Training in seinen Geist zurück. Ich weiß, ich habe irgendwie den Eindruck, je mehr wir unseren Geist trainieren, desto schlimmer wird's. Darchans Seele fliegt in das leere Reich, wo die junge Stimme erneut zu ihm spricht. Ich dachte mir, dass du zurückkommen würdest. Trainiere deine Seele gut und gründlich. Ein dritter Rang aus Licht erscheint auf dem Boden. Saat einer Idee, der Palast des Inneren. Huch, ich wollte hier. Jedes Mal, wenn ich es lese, Saat einer. Lese ich erst Liebe. Ich weiß nicht warum. Ich habe keine Ahnung. Ah, jetzt müssen wir schon wieder schleichen. Wenigstens ist es nicht immer in derselben Reihenfolge. Bisher. Weil wir, glaube ich, mit vier. Mit vier. Ebenen und 6 Palästen genug eigentlich hätten. Moment. Sorry, war gerade Hermes und ich habe die Chance genutzt, auf die Toilette zu gehen, um was zu trinken. Haben wir den Gegner aus diesem Raum schon besiegt? Ich weiß es nicht. Ich habe nicht darauf geachtet, wie viel wir haben und ich war ja gerade nicht da. Was ich sagen wollte, bei 6 Palästen und 4 Räumen sollten wir eigentlich genug haben, dass man es so durchrotiert, dass sie sich nicht wiederholen. Also die Reihenfolge nur. Die Aufgaben schon und die Maps auch so ein bisschen. Das finde ich jetzt tatsächlich lustig. Also ich habe euch auf jeden Fall den Tod von Nummer 7 reingeschnitten. Oha. Was ist denn hier? Muss ich mir einen Stein mitnehmen? Für irgendwas? Ach, da oben. Das war Nummer 5. Ich glaube, ich nehme hier einfach noch mal einen mit, vorsichtshalber. Ich sollte aufpassen, wo ich hinlaufe. Dass ich nicht voll in die Stacheln reinkomme. Einfach in die Wand verschwunden sind. Aber gut, ist jetzt auch nicht so schlimm. Okay, ich kann keine mitnehmen. Schade. Werf zu einfach. Ist der Knopf von dem Ding? Läuft der auch hoffentlich dahin? Na gut, anders wäre es ja Blödsinn. Nee, der läuft da nicht hin. Wofür ist der denn?
kommt aber nicht. Doch, der geht wieder hoch. Ah, Moment, ich verstehe, glaube ich. Okay, das zählt noch nicht als erkannt. Das finde ich gut. Ich guck gerade, wie viel Zeit ich ungefähr habe. Okay, schon ein bisschen. Und ich kann loslaufen, bevor er unten ist. Das ist auch gut zu wissen. So. Aber immerhin ist es nicht immer dasselbe. Also ich meine, das Gleiche. Wie auch immer. Man hat immer andere Elemente, um trotzdem immer dasselbe Ziel zu erreichen. Das ist nicht immer nur, ja, schleich dich um die ganzen Gegner drumherum und blau und blub, sondern hier haben wir auch mal Sachen, die wir einsetzen müssen. Wir haben Steine zum Abschmeißen. Es ist immer ein bisschen anders. Anders da. Ja, dreh dich mal weg. Finde ich gut. So. Der wäre schon mal weg. Das finde ich gut. Allerdings sieht der mich. Ja. So. Das war so viel einfacher wie das andere. Ja, beim anderen habe ich mich einfach nur angestellt, weil ich wieder nicht springen kann, wie immer. Zeit? Ja. Oh, was ist das denn? Uhuhuhu. Was für lustige Elemente, die hier reinbringen. Na, haha, das fand ich jetzt nicht so lustig. Ich habe das zwar noch gerettet, aber nicht richtig. Och, jetzt hör aber auf. Ich bin zu weit weg. Nein! Problem ist halt wirklich, dass ich die jetzt gerade gar nicht brauchen kann. So schnell, wie sich das Ding da dreht. Alter Schwede. Ah. Was ist denn da los? Eieiei.
Ah, ich hätte auch einfach da lang laufen können, okay. Das wäre schneller gewesen. Den Weg hatte ich aber nicht gesehen. Wind, Wind, Wind. Ja, ja. Spuckt nur alles schon okay. Oder auch nicht okay. Ja, ja, ja. Nein! Ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Ich vermute das erste Mal sein, dass ich das Ding nochmal wiederholen muss. Oh nein, doch nicht. Zum Glück kurz vor Ende. Und seht ihr? Da ist das... Die Ding. Das eine riesige Map. Das ist so cool. Wäre keinem aufgefallen, wenn man einfach einmal so irgendwie in ein Gebiet läuft, wo man das da nicht mehr sieht. Hätte keiner hinterfragt. Und trotzdem hat man es nicht gemacht. So, was kommt jetzt? Feinde oder Vasen? Ich glaube, Feinde ist es. Oder? Nee, die Vasen. Wie der weitergegessen hat. Wenn das nicht gestört hat. Finde ich auch gut. Gut versteckt. Einfach dran vorbeigelaufen. Oh. Gut versteckt. Wäre ich fast reingelaufen. Das wird jetzt, glaube ich, mehr Suchspiel. Ich sollte mehr auf den Boden achten. Ich wäre da wieder beinahe reingelaufen. Erstmal hier lang. Da ist schon die Tür. Müssen wir doch immer noch Abzweigung haben. Da, ich wusste es doch. Ja. Ach ja, ihr. Oh. Das Ding ist voller Fallen. Okay. Und es ist so ein bisschen labyrinthisch. Oh, dann nehmen wir doch erstmal dich mit. Ich warte mal hier. Hey. Das sind ein paar. Ah ja. Aber es sind trotzdem noch vier. Ja, noch ein paar.
Ja, noch die dicken Lilanen. Jojo. Alles gut. Was ist das? Okay. Aber hier ist keine Vase. Da oben. Wie soll ich denn da hinkommen? So nicht. Naja, aber das kann es ja jetzt nicht sein, oder? Ja, doch. Ja. Nö. Nur die eine, hoffe ich. So. Nee. Da oben. Da habe ich gerade einen gesehen. Da. Sind Steine. Ich verstehe. Wie? Oh, jucken muss. Wie komme ich da hin? Hier rüber. Ah. Was willst du denn? Danke. Okay, also zur Not hätte ich mir hier auch einen Stein holen können, den wir darüber schleppen. Alles gut. So. Es fehlen aber noch zwei. Wie ist es denn hier noch? Da ist noch einer. Okay. Ich war so blind dahin laufe und nicht darauf achte, ob da vielleicht Spikes sein könnten oder nicht. Ich irgendwie im Augenblick das Kabel von meinem Gamepad um irgendwelche Kabel gewickelt habe, 30 Mal oder so. Moment, Moment. So ist besser. So. Wo ging's denn zur Tür? Was du denn hier? Wo bin ich denn hier? Ich habe keine Orientierung. Hilfe. Ach, da bin ich. Okay. Danke für die Hilfe. Ja, die sind jetzt auch nicht so problematisch.
Da sind Affen. Schade. So viele. Ich bin schon wieder fast tot. Naja, gut. Danke. Oh. Hi. So cool. Gut. Ich muss nur aufpassen. Vermutlich könnte ich mich dann wieder nur selber umbringen. Wir haben noch sechs Gegner irgendwo. Cool. Ah. Natürlich gibt es auch Fledermäuse. Mag ich am wenigsten. Was zum Werfen? Nö. Aber ein Stab. Zwei sogar. Natürlich hat er mich trotzdem gesehen. Nein, tragen. Kann ich dich mitnehmen? Setz dich bis hierher. Komm doch her. Ich nutze das hier eiskalt aus, Junge. Da kannst du von sicher sein.
Je weiter ich von dir weg bin, desto besser. Irgendwie cool. Es dauert zwar wesentlich länger. Doch ganz easy. Warum soll man es nicht nutzen, dass die da ihre doofen Waffen stehen haben? Ich finde es eigentlich ganz gute Idee. Augenblick. Okay. So, wo ist die Tür? Da ist die Tür. Darshan kehrt von seinem Training zurück, nur um die junge Stimme erneut zu vernehmen. Die Welt ist nicht nur das, was du siehst. Du musst die Wahrheit in allem erkennen. Stähle deine Seele. Was meinst du? Darshan beschließt, sich auszuruhen.